Servus zusammen. Ich ziehe den Mittwochs-DAX auf heute vor, weil am Freitag werde ich keinen machen, aber am Donnerstag gibt es immer so ein Interview mit Follow My Money. Und das wird dann auch für dieses Jahr das Letzte was sein, was ich für den DAX mache. Mache aber, das hatte ich versprochen, zwischen den Jahren die Jahresausblicke für DAX und MDAX und DAO und Nasdaq und was da alles so rumliegt, kreucht und fleucht. Aber heute mache ich den Mittwochs-DAX. Mit einem kleinen Update zum Gold. Das kommt hinten dran. Also, das hier ist der DAX. Tagesbasis, eine Kerze, ein Tag. Wir haben die blauen Fibos, die kommen vom All-Time-High und damit kann ich auch näher rangehen, weil, dann sieht man es besser, das sind die blauen Zahlen dafür. Und dann habe ich die schwarzen, das ist diese Bewegung hier, die wir haben, die ich nicht auf das Peak aufgesetzt habe, sondern auf den mehrfach gehandelten Deckel. So. Also, wir haben weiter verloren, die Bänder gehen nach wie vor ein bisschen auf, aber es ist nicht wirklich gravierend, aber sie gehen ein bisschen auf. Wir sind unterhalb des unteren Bandes, unwesentlich, aber wir sind drunter, das heißt, wir sind noch immer ein bisschen negativ. Es kam heute Morgen rein, ich habe irgendwo was gesehen, dass wir in der Nacht bei 13.700 waren. Ja, wir schließen bei fast 13.900, 13.880 habe ich jetzt momentan, also jetzt wieder ordentlich hochgekämpft. Es wäre mir nach wie vor das Liebste, wenn wir komplett das Potenzial bis hier, oder das Risiko, je nachdem wie ihr es wollt, bis hier unten ausschöpfen würde. Das hier ist ja die Verbindung aus diesem ehemaligen Widerstand, der 200-Tage-Linie, der schwarzen Linie, die jetzt das 38er-Retracement ist von dieser Bewegung hier, und dem 38er von der langen Bewegung. Also das fände ich ideal. Aber meistens, weil das so ein harter Punkt ist, geht er nicht ganz dran. Also kann man 50 Punkte drüber bremsen, da sind wir so bei 13.570, 80, da kann er bremsen. Mir fällt auf, dass manche Bewegungen recht schnell sind, was mir sagt, dass die institutionellen Anleger nicht mehr wirklich dabei sind, sondern das sind mehr die privaten unter sich. Jetzt soll mir keiner kommen mit Window Dressing. In den DAX-Werten und auch in den meisten MDAX-Werten wird das nicht mehr so gemacht. Ja, das war mal in den 80ern so, also im letzten Jahrtausend, 1980, 1990. Das ist nicht mehr so. Wohl aber in Werten der dritten und vierten und fünften Reihe. Da kann das sehr gut passieren. Aber dass man hier jetzt eine Bayer hoch oder runter prügeln muss, das sehe ich nicht. Wir haben nicht mehr viele Handelstage. Am Freitag ist meines Wissens nach um 14 Uhr Schluss. Das ist auch gut so. Irgendwann reicht es dann mal. Da haben wir noch ein bisschen was zwischen den Jahren. Also wenn ich mir das so anschaue, es ist eine kleine Stabilisierung, ja. Aber es ist noch keine Entwarnung, nein. Ja, es wäre wirklich schön, wenn wir da nochmal drauf gehen würden. Dann wäre der ganze Chart ein bisschen sauberer. Was mir gefiel heute während des Tages, war das MACD sogar schon hier leicht wieder kürzer. Aber jetzt haben wir durch den Schlusskurs, den wir jetzt hier haben mit 13.882, ist hier unten das Histogramm wieder ein bisschen länger. Also hier kommt keine Entwarnung her. Und auch wenn wir hier über den Oszillator bei, naja, sagen wir mal rund 11 sind, heißt das noch lange nicht, dass wir morgen dann da steigen. Das sehe ich nicht. Es ist halt auffallend gewesen, dass viele Banken im Eurostoxx, DAX besser waren. Sagen wir sowas wie Commerzbank plus 9%, das ist viel. Deutsche Bank 5,5%, Unicredit, ING, BNP. Und eine Bayer. Bayer mag ich auch auf dem Niveau. Und im Gegenzug dazu sind im MDAX alles, was irgendwas mit Immobilien zu tun hat, teilweise heftig unter die Räder gekommen. Aber das ist den Zinsen geschuldet. Ja? Was für die einen gut ist, für die anderen schlecht. Porsche ist im DAX drin. Ja, schön. Warum nicht? Aber da gucke ich noch nicht so drauf. Da kann ich auch nicht allzu viel analysieren. Da habe ich zu wenig Daten. Also wenn ich mir das hier so anschaue, jetzt gehe ich mal auf den 4-Stunden-Chart, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass wir nach wie vor diesen Bereich hier sehen können. Es wäre ideal, es wäre perfekt, aber der kann auch schon bei 13.700 aufhören. Das hat man nämlich, hier sieht man es ganz gut, im 4-Stunden-Chart, das haben wir ein paar Mal gesehen und dann ging er steil. Ja. Das ist für mich eine recht interessante Marke. Ich habe im DAX momentan keine Position, ich habe nur Deutsche Bank und Bayer. Wir sind vom 4-Stunden-Chart, sind wir aber weiterhin okay. Kann ich nicht meckern. Hier über die traditionelle Sichtweise kriegen wir sogar ein kleines Kaufsignal. Und wir sind an dem 200er gleitenden Durchschnitt auch kurz davor. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, hier entsteht ein Impuls. Den habe ich noch nicht. Wir hatten hier einen Impuls, aber ich habe jetzt hier keinen
Von daher ist bei mir die 4 Stunden gilt eher als neutral. Und dass so der Mittwoch DAX ist, beziehungsweise der, jetzt heute der Dienstag DAX, gehe ich ja immer auch gerne mal in die Stunde runter. Das ist halt jetzt eine lange Seitwärtsbewegung seit mehreren Stunden. Die wird erst unterboten, wenn wir unter 13.787 sind. Wenn wir das machen, dann ist die Chance sehr groß, dass wir diesen Bereich von 13.700 hier sehen. Da ungefähr. Das würde mir vollkommen ausreichen. Das heißt nicht, dass wir das sofort als Sprungbrett benutzen, aber dann hat er geatmet. Dann hat er diese ganze Bewegung hier veratmet. Und das ist klasse. Ich finde nach wie vor, der DAX liegt besser, als viele denken. Und ich finde ihn okay. Ich gehe den jetzt hier nicht mehr short. Ich mache das nicht mehr. Ich habe für die, jetzt gehe ich wieder auf den Tageschart, die jetzt noch in den letzten Tagen, wie gesagt, ich halte mich da zurück, noch was handeln wollen, habe ich folgende Scheine. Und zwar einmal ein Call, den habe ich hier drunter gelegt, 13.257. Da sind wir hier, 13.257, unterhalb von dem 38er lang und kurz, unterhalb der 200-Tage-Linie. Das ist im Moment ein Hebel von 21. Den werde ich mir ganz genau anschauen, dann ist der deutlich höher gehebelt, wenn wir hier in diesem Bereich sein sollten, 13.560 bis 13.600, dann ist das mal ein schöner Zockwert, da müssen wir ungefähr beim 30er Hebel sein. Das ist die GZ2R52. Und als Put habe ich die 14.444 genommen, da liegen wir hinter der 20-Tage-Linie hier oben. Das ist für den Fall, was ich jetzt eigentlich nicht annehme, dass wir wirklich hier durchgehend durchbrechen. Da muss nochmal eine richtig fiese Nachricht kommen. Kann alles sein, ist möglich, ja. Aber sehe ich jetzt momentan nicht. Das ist die GZ5PE6. So, und jetzt gucken wir mal nach dem Gold. Da ist nämlich, das ist heute auch mal wieder wach geworden. Gerade mal hier, habe ich das alles so richtig? Ja, das reicht. Wir hatten hier dieses Doppeltop. Einmal, zweimal. Hier haben wir die 200-Tage-Linie, 20-Tage-Linie. So, und dieses Doppeltop war ziemlich genau bei 1808. Und da gehen wir heute drüber. Wir reichen, im Moment wird es gehandelt bei 1816. Mir reicht es jetzt noch nicht, um zu sagen, wir sind frei, juhe, und gehen dann da oben hinten in den Bereich. Das wäre der erste Widerstand, wäre die 1877, gefolgt von der 1919. Das reicht mir ja nicht, da möchte ich gerne morgen nochmal abwarten. Aber von der Technik her sieht das alles okay aus. Es hat sich immer wieder schön, es ist gestiegen, abgebaut, hat diesen sehr schönen Bereich hier verteidigt im Bereich von 1731. Dass die 20-Tage-Linie durch die 200er geht, das mag der eine oder andere als Signal sehen. Ich gucke da nicht wirklich so drauf. Es gibt den Begriff des Golden Cross, den gibt es mit, wenn der 100er durch den 200er geht oder der 50er durch den 200er. Aber ich gucke da nicht so drauf. Tatsächlich, wir sind aber am oberen Band. Wir hatten hier neulich so ein kleines Peak. Das war am 13.12. bei 1824, wenn er da drüber geht. Aber da möchte ich gern morgen den Mittwoch abwarten. Also wenigstens mal bis nachmittags 15.30 Uhr, wenn die Amis reinkommen. Wenn er da drüber ist, sehe ich keinen Grund, warum das nennenswert fallen soll. Und dann habe ich eher eine 1876. Jetzt war zum Beispiel gestern eine Headline im Handelsblatt, die Russen kaufen ihr eigenes Gold. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe den auch nur überfliegen können. Ich muss mir den durchlesen, aber tatsächlich ist es so, ich hatte das neulich gesagt, Usbekistan hat gekauft und die Türkei hat gekauft. Und es sind viele Zentralbanken von verschiedenen Ländern dabei, Gold zu kaufen. Warum auch immer. Wie auch immer, es ist nicht negativ. Gold wird bei mir erst wieder negativ, wenn wir hier unter diesen Bereich gehen, da sind wir bei 1730. Vorher gibt es hier keinen Grund, irgendwie short zu gehen. Also ich habe keinen. Und wenn man was kauft, ist hier der Stop drunter. Also ich mag nach wie vor das Gold, ich finde es völlig in Ordnung. Und damit verabschiede ich mich und gehe, wie gesagt, am Morgen gibt es keinen. Aber am Donnerstag gibt es dann nochmal einen Film und dann bin ich auch im Weihnachten. So, damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.